Meine Damen und Herren, heute ist der letzte Tag vor den Weihnachtsfeiertagen, jedenfalls vor Beginn der vorlesungsfreien Zeit. Es ist ja nicht gesagt, dass man da nicht auch was tun kann dann, aber Vorlesungen sind halt keine. Und heute werden wir auch die Diskussion der Wellen abschließen, sodass wir damit dann auch im Wesentlichen das, was wir über Mechanik in diesem Wintersemester besprechen wollten, auch besprochen haben. Im Jänner dann ist ja noch weiterhin das Wintersemester und da werden wir uns dann mit Thermodynamik beschäftigen. Eine Disziplin, die sehr eng mit der Mechanik verwandt ist, aber doch etwas anders, weil man es dort mit größeren Systemen, mit mehr einzelnen Teilchen, nämlich mit vielen Molekülen in den makroskopischen Körpern zu tun hat. Und bei der Beschreibung solcher Systeme zeigt sich dann, dass man jedenfalls eine neue wichtige Größe braucht, nämlich die Temperatur. Naja, und ein Physiker sollte doch wissen, was die Temperatur ist. Daher ist es auch wichtig, dass Sie weiterhin dabei bleiben und sich dann auch diese Thermodynamik zu Gemüte führen. Aber heute also hören wir mit der Diskussion, abschließen wir die Diskussion der Wellen ab und da gibt es noch eine Reihe von wichtigen Punkten, die da zu besprechen sind. Sie erinnern sich, gestern hatten wir nach einer qualitativen Einführung und einigen Experimenten begonnen, die Wellen auch mehr quantitativ zu beschreiben und haben das mit Hilfe eines derartigen Ausdruckes gemacht. Eine harmonische Welle, die sich im Raum ausbreitet, so wie wir das auch mit dieser Wellenmaschine schon sehr schön zeigen konnten, hat also sowohl eine zeitliche als auch eine räumliche Periodizität. An jedem Punkt in einem Wellenfeld gibt es einen Oszillator, der eine harmonische Schwingung durchführt. Das heißt, wenn man, das ist eine eindimensionale Darstellung und zumeist werden wir also jetzt dabei auch bleiben, wenn wir einen bestimmten Punkt aussuchen, längs der Ausbreitung dieses Wellenfeldes, zum Beispiel x gleich 0, wenn man eben den Maßstab, das Bezugssystem so setzt, dann wird also nur eine Omega-T, Cosinus-Omega-T-Abhängigkeit überbleiben und das ist genau das, was wir in den letzten Tagen schon besprochen haben, eine harmonische Schwingung. Mit der üblichen Geschichte, dass also die rücktreibende Kraft proportional zur Auslenkung aus der Ruhelage ist, wodurch sich diese entsprechende Bewegungsgleichung ergibt, deren Lösung entweder als Cosinus oder als komplexe E-Potenz geschrieben werden kann. Der Realteiler der komplexen E-Potenz ist ja die Cosinusfunktion. Wenn man aber andererseits das ganze Wellenfeld betrachtet, also diese Wellenmaschine als Ganzes anschaut und dann sieht, wie sich diese Welle im Raum ausbreitet, wie die verschiedenen Oszillatoren aneinander gekoppelt sind, dann kann man davon eine Momentaufnahme machen. Das heißt, man betrachtet einen bestimmten festen Zeitpunkt T. Das kann dann wieder entsprechend der Wahl des Zeitnullpunktes auch t gleich 0 sein. Und dann bleibt eine Funktion Cosinus von minus kx über. Und das ist eine ganz gleichartige Abhängigkeit, jetzt aber von der räumlichen Koordinate. Und das heißt also, dass eine solche Welle neben der zeitlichen auch die räumliche Periodizität aufweist. Beides ist also in diesem Ausdruck drinnen enthalten. Und wir werden also von diesem Ausdruck jetzt ausgehen
und uns anschauen, was wir da jetzt daraus für Folgerungen ziehen können. Zunächst schauen wir uns noch einmal an hier und betonen, was man unter der Phase versteht, bei einer Schwingung sowie auch bei einer Welle. Die Phase ist das Argument der entsprechenden periodischen Funktion, entweder bei der komplexen E-Potenz oder hier eben bei dieser Kosinusfunktion. Und diese Phase ist dann auch sehr wesentlich dafür, wie sich das gerade darstellt. Also wenn zum Beispiel die Phase gleich Null ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort, dann ist der Kosinus von Null, wie Sie ja wissen, gleich 1. Das heißt, dann wird diese Auslenkung U den maximalen Wert U0 annehmen. Das nächste Mal passiert das, wenn die Phase dann 2π ist. Dann ist das wieder so. Also wenn die Phase etwa eben als 0 angesehen wird, dann ist es so, dass man sich bei einem Wellenberg befindet. An der Stelle, wo eben die Auslenkung positiv maximal wird. Und das bedeutet jetzt, wenn man sich zum Beispiel eine sich ausbreitende Welle anschaut, zum Beispiel bei dieser Wellenmaschine, die man da ja sehr schön dazu verwenden kann, dann sehen Sie, dass da ein Wellenberg sich ausbreitet. Dieser Wellenberg, das sind die Punkte, wo die Phase gleich Null ist oder allgemein konstant ist. Man kann sich auch ein Wellental anschauen. Und dann sehen Sie auch, na sowas da, nicht? Da läuft dieses Wellental entlang oder irgendeinen anderen festen Punkt. Das heißt, worauf es also ankommt, wenn man eine Information erhalten möchte darüber, wie schnell sich diese Welle jetzt im Raum ausbreitet. Das ist ja eine wichtige Sache. Beim Schall wie auch beim Licht oder bei jeder Art von Welle ist ja wichtig zu wissen, wie schnell breitet sie sich aus. Diesen Aspekt gab es ja bei den Schwingungen noch nicht, weil bei den Schwingungen hatten wir ja gar keine räumliche Ausbreitung. Da haben wir uns ja nur einen Oszillator angeschaut. Jetzt sind da viele Oszillatoren, die alle miteinander verkoppelt sind. Das führt zu der Ausbreitung und wir wollen eben gern wissen, wie schnell das geht. Und da haben Sie schon gesehen jetzt an dieser Wellenmaschine, das hängt damit zusammen, wie schnell sich diese Wellenberge oder Wellentäler allgemein, wie schnell sich Punkte konstanter Phase ausbreiten. Diese Definition für die Ausbreitungsgeschwindigkeit führt auf den Begriff der sogenannten Phasengeschwindigkeit. Also wir sprechen über die Ausbreitungsgeschwindigkeit und da wollen wir eben zunächst einmal uns mit der Phasengeschwindigkeit auseinandersetzen. Wir schauen uns also Punkte konstanter Phase an. Und Sie können dabei insbesondere an Wellenberge denken. Das ist insbesondere auch gut, wenn man sich irgendwie das Meer vor Augen hält, einen schönen Sommertag, passt jetzt nicht ganz, nicht? Wo also da die Wellen des Meeres an den Strand heranlaufen. Und da hat man ja solche Wellenberge und die bewegen sich mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das heißt ja nicht, dass das Wasser sich da zum Ufer hin bewegt. Die Wellenberge bewegen sich. Das Wasser geht im Wesentlichen nur auf und ab. Nicht ganz, aber im Wesentlichen. Also, es geht um die Geschwindigkeit, mit der sich die Wellenberge oder allgemein die Punkte konstanter Phase bewegen. Na, wie können wir das entsprechend auswerten? Na, da schauen wir uns an, was passiert mit dieser Phase. Schauen wir uns dieses Omega T minus K mal X an, leiten es nach der Zeit ab und setzen es Null. Wenn man das so verlangt, dann betrachtet man eben Punkte konstanter Phase, weil diese Phase, dieses Omega T minus Kx,
da bestimme ich jetzt, die zeitliche Abhängigkeit soll, also die zeitliche Ableitung soll null sein. Wir betrachten also den Fall, dass diese Phase konstant bleibt. Naja, und dann braucht man das ja nur differenzieren. Ne? Omega und K sind konstante Faktoren in dieser Darstellung. Es geht um K und X. Na, da differenzieren wir einmal den ersten Teil. D nach dt von Omega t ist einfach Omega. Und dann haben wir d nach dt von minus k mal x. Naja, das k ist eine Konstante, minus k. Und dann bleibt ein dx nach dt stehen. Und das ist 0. Woraus wir also folgern können, dass dieses Omega gleich ist k mal dx nach dt. Naja, und dieses dx nach dt, das ist ja gerade jetzt eben die Ausbreitungsgeschwindigkeit derjenigen Punkte, wo die Phase konstant ist. Das nennen wir die Phasengeschwindigkeit. Und daraus ergibt sich, die Phasengeschwindigkeit ist gleich das k auf die andere Seite, Omega durch k. Also aus dieser Darstellung, wo Sie auch jetzt erkennen, warum dort oben das Minus steht, damit sich das eben so darstellen lässt, sehen Sie, dass diese Ausbreitungsgeschwindigkeit von Punkten konstanter Phase eben sich darstellen lässt als Omega durch k. Nun, jetzt haben wir gestern schon besprochen, wie hängt denn das Omega und das K mit den besonders leicht anschaulich verständlichen Begriffen, nämlich der Schwingungsdauer und der Wellenlänge zusammen. Da hatten wir ja schon vor längerem gefunden, dass das Omega gleich 2Pi durch T ist. Also haben wir 2Pi durch T. Und dann wird das dividiert durch das k und da hatten wir dann gestern auch entsprechend gesehen, das k hängt dann natürlich zusammen mit der Wellenlänge in gleicher Weise, 2pi durch Lambda ist dieses k, 2pi durch Lambda. Naja, und das kann man dann natürlich sofort umformen, bei diesem Doppelbruch fallen diese 2pi heraus. Es steht 1 durch t durch 1 durch Lambda. Das ist dann also so viel wie Lambda durch t. Und noch weitergehend, bei der Schwingungsdauer haben wir ja auch festgestellt, dass die Schwingungsdauer verkehrt proportional zur Frequenz ist. Je kleiner die Schwingungsdauer, desto mehr Schwingungen gehen sich pro Sekunde aus. Und daher ist das 1 durch t gleich die Frequenz nü. Also bleibt hier stehen Lambda mal nü. Und das ist der Ausdruck, der wahrscheinlich besonders übersichtlich und eindrucksvoll die Bedeutung der Phasengeschwindigkeit wiedergibt. Lambda ist die Länge eines Wellenzuges im Raum und nü ist die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit. Jetzt können Sie sich überlegen, wenn eine Schwingung vonstatten geht, dann läuft gerade eine Wellenlänge hinaus. In der Zeit, wo eine Schwingung passiert, geht eine Wellenlänge in den Raum hinaus. Und nü ist die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit. Daher werden pro Zeiteinheit nü solche Wellenlängen hinausgehen, wenn man sich so da das Maximum, den Wellenberg vorstellt. Also pro Zeiteinheit verlassen diesen Punkt, der da schwingt mit der Frequenz nü, nü solche Wellenlängen. Na und was ist das pro Zeiteinheit? Das ist ja gerade die Geschwindigkeit. Also es breitet sich dann diese Welle mit der Geschwindigkeit Lambda mal nü aus, weil eine Schwingung
führt gerade dazu, dass eine Wellenlänge sich ausbreitet und pro Sekunden gibt es Nü-Schwingungen. Also sind das Nü-Wellenlängen, die sich pro Sekunde ausbreiten und daher ist die Geschwindigkeit der Ausbreitung Lambda mal Nü. Das ist es auch, was ich glaube, dass wahrscheinlich alle von Ihnen noch aus dem Gymnasium in Erinnerung haben. Das sind hoffentlich eine der Formeln, die man sich also wirklich gut gemerkt hat. Also, Sie können daraus erkennen, was man unter der Phasengeschwindigkeit versteht und wie man sie leicht ausrechnen kann. Und damit könnte man sagen, sind wir schon fertig. Aber so ist es nicht. Es zeigt sich, dass die Sache etwas komplizierter liegt. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, dass man da so eine dauernd gleichmäßig schwingende Quelle hat und da laufen so die Wellen hinaus, dann können Sie das zwar betrachten und wenn das zum Beispiel eben Wasserwellen sind, können Sie verfolgen, wie sich halt diese Wellenberge mit der Phasengeschwindigkeit fortbewegen. Wenn Sie aber mit Hilfe einer Welle eine Information übermitteln wollen, dann ist es notwendig, dass Sie nicht nur diese Lichtquelle einmal einschalten und leuchten lassen, sondern Sie wollen zumindest Morsezeichen übertragen oder irgendwelche Informationen dadurch, dass halt diese Welle verändert wird. Also ganz allgemein gesagt, man möchte einen Impuls aussenden. Und durch mehrere Impulse kann man dann Informationen übertragen. Während eine gleichmäßige, unveränderliche Wellenausbreitung kann am anderen Ende sozusagen ja gar keine Information übertragen. Man kann nur feststellen, aha, die Welle läuft, aber man hat sonst nichts weiteres dadurch erfahren. Das heißt, es geht darum, dass man sich auch die Frage stellen muss, wie man also Informationen übertragen kann. Und das geschieht typischerweise nicht mit einer gleichmäßig sich ausbreitenden harmonischen Welle, sondern mit Hilfe von Wellengruppen oder mit Hilfe von Wellenpaketen, wie man das oft nennt. Ein Wellenpaket ist im Wesentlichen ein Impuls, der ausgesendet wird. Das kann also so aussehen und sonst passiert nichts. Also wenn ich zum Beispiel hier da so eine schnelle Schwingung mache und nichts, dann läuft dieses Wellenpaket hinaus oder auch nur wird es ein solches. Sie sehen, das läuft hinaus. Und wenn das dort ankommt, ist die Information dort gelandet, der hat hier jetzt ein Signal ausgelassen. Und jetzt werden Sie sich wahrscheinlich denken, naja, ist eh wurscht. Es ist halt jetzt impulsförmig, aber wird sich auch mit der Phasengeschwindigkeit ausbreiten. Und da zeigt sich, das ist nicht der Fall. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von derartigen Wellenpaketen, die also durch eine derartige Form charakterisiert sein werden im Allgemeinen, ist unterschiedlich im Allgemeinen. Muss nicht sein, wird aber im Allgemeinen. Und wir werden gleich sehen, womit das zusammenhängt. Es gibt also da dann auch so eine Einhüllende von einem solchen Wellenpaket. Und die Geschwindigkeit, mit der sich also so ein Wellenpaket ausbreitet, das ist dann im Wesentlichen die Geschwindigkeit, mit der das Maximum dieser Einhüllenden sich bewegt. Und das nennen wir die Gruppengeschwindigkeit. Und diese Gruppengeschwindigkeit wollen wir uns jetzt näher anschauen. Wie können wir die darstellen? Wie können wir überhaupt so ein Wellenpaket zurückführen auf das, was wir bisher kennengelernt haben, auf diese gleichmäßigen Wellen, die sich im Raum ausbreiten. Und da zeigt sich, man kann hier eine ähnliche Überlegung anstellen, wie wir sie auch bei den Schwingungen
und zwar bei den Überlagerungen von Schwingungen angesehen hatten. Erinnern Sie sich an den Begriff der Schwebung. Wir hatten da zwei Stimmgabeln, eine etwas verstimmt gegenüber der anderen, sodass es also gerade unangenehm ist, wenn man die zwei gleichzeitig hört. Und da hatten wir dann gesehen, dass es so einen, wie ich mich ausgedrückt habe, einen Fischzug von solchen Schwingungen gegeben hat, die man am Bildschirm des Oszilloskops sehen konnte. Also eine Schwingung, die entspricht den 440 Hertz der Stimmgabel und dann überlagert eine langsamere Änderung der Amplituden, die damit zu tun hat, dass eben die durch die Ähnlichkeit der Frequenzen einmal außer Phase kommen, dann wieder in Phase kommen, ein Auf und Ab der Amplituden. Was ganz Ähnliches, eigentlich völlig dasselbe, kann man auch beobachten, wenn man zwei Wellen sich in der gleichen Richtung ausbreiten lässt, die geringfügig unterschiedliche Wellenlängen haben. Dann haben Sie nämlich eine ganz ähnliche Schwebungssituation, aber im Raum statt in der Zeit. Da haben Sie eine Welle und die zweite mit einer leicht unterschiedlichen Frequenz und Wellenlänge. Und dadurch ergibt sich, dass also sich da so ein räumlicher Fischzug ergibt von aneinander gelagerten einzelnen Wellenpaketen. Also besonders einfach lassen sich solche Wellenpakete darstellen, wenn man nicht nur eins betrachtet, sondern eine ganze Anzahl von solchen Wellenpaketen hintereinander. Und das lässt sich realisieren mit zwei harmonischen Wellen mit geringfügig unterschiedlicher Wellenlänge. Wir betrachten Wellen mit leicht unterschiedlicher Wellenlänge, die sich beide längs der X-Achse, wir machen das weiter eindimensional, ausbreiten. Und das heißt, dass die immer so ein bisschen außer Phase kommen werden, weil die eine etwas andere Wellenlänge hat als die andere. Und dadurch ergibt sich also, wenn ich mich so ausdrücken darf, eine räumliche Schwebung. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie werden sich diese sich dadurch ergebenden Wellenpakete, die einzelnen Fischeln in diesem Fischzug, wenn ich mich noch einmal so ausdrücken darf, wie schnell werden sich die ausbreiten? Na, das kann man relativ leicht dadurch sich überlegen, weil man wieder sagen kann, eine Verstärkung wird dann auftreten, wenn die entsprechenden Phasen der beiden übereinstimmen. Dann hat man gerade so eine Verstärkung, ein Maximum dieser Einhüllenden. Und wir wollen uns also anschauen, wie rasch breiten sich diejenigen Punkte aus, wo eben diese Verstärkung aufgrund der Übereinstimmung der Phasen auftritt. Also Verstärkung. Tritt ein, wenn die Phasen der beiden Wellen übereinstimmen. Und das lässt sich also relativ leicht aufschreiben, denn die eine Welle hat die Phase Kx minus Omega T, naja, so wie das ja da steht, Kx minus Omega T, jetzt haben wir es halt negativ aufgeschrieben, aber der Cosinus von Minus ist dasselbe wie der Cosinus von Plus, dem Argument. Und auf der anderen Seite, die andere Welle, haben wir gesagt, unterscheidet sich leicht hinsichtlich der Wellenlänge und der Frequenz. Also wird die andere Welle ein K plus Delta K haben,
Weil K hängt ja unmittelbar mit der Wellenlänge zusammen. Das K ist 2Pi durch Lambda. Das Omega ist 2Pi durch T. Also wir können sagen, wir haben dann bei der anderen Welle ein K plus Delta K mal X und dann minus ein Omega plus Delta Omega mal T. Das ist die Phase der einen Welle und das ist die der zweiten mit einer leicht unterschiedlichen Wellenzahl und einer leicht unterschiedlichen Kreisfrequenz. Und jetzt brauchen wir uns nur anschauen, was sich daraus ergibt. Das sieht man ja sofort. K mal X fällt gegen dieses K mal X weg. Minus Omega mal T fällt gegen minus Omega mal T weg. Es bleibt nur stehen, dann ist das 0. X mal Delta K oder Delta K mal X ist gleich, weil das ist ja dann 0, das minus dem ist 0, ist gleich Delta Omega mal T. Das ergibt sich unmittelbar aus dieser Gleichheit, also aus der Situation, wo wir eben eine Verstärkung haben, aufgrund der Gleichheit der beiden Phasen. Ne, und daraus sehen Sie schon, es ergibt sich daraus, dass das x durch t, und das ist wieder die Phasengeschwindigkeit, gleich ist x durch t, Delta Omega durch Delta K. Und wenn man da natürlich dann zum Grenzwert von sehr kleinen Unterschieden geht, ist das der Differentialquotient. Und das ist aber jetzt Blödsinn. Die Gruppengeschwindigkeit, das ist ja das, wonach wir gerade suchen. Das ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Fischern in diesem Fischzug, der da unterwegs ist. Das x durch t hier x durch t ist gleich Delta Omega durch Delta K, ist dann eben die Gruppengeschwindigkeit. Und so kommen wir dann letzten Endes zu dem Ergebnis, dass die Ausbreitung eines einzelnen Wellenpakets, das sich eben darstellen lässt als Überlagerung von zwei solchen Wellen, einer Gruppe von zwei Wellen, geschrieben werden kann als Gruppengeschwindigkeit V-Gruppe gleich und so wie es hier steht, aber jetzt als Differentialquotient d Omega nach dk. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, das ist eh im Wesentlichen dasselbe, was da steht. Da steht V-Phase ist gleich Omega durch K. Da steht V-Gruppe ist D Omega nach DK. Was ist davon zu halten? Naja, jetzt schauen wir uns an, wie hängt also das miteinander zusammen. Zusammenhang mit der Phasengeschwindigkeit. Ist das jetzt dasselbe oder nicht? Das ist die Gretchenfrage. Wird sich also ein solches Wellenpaket, dargestellt durch die Überlagerung hier einer Gruppe von zwei Wellen, leicht unterschiedlicher Wellenlänge der Frequenz, oder wenn es sich um ein einzelnes Wellenpaket handelt, braucht man viel mehr solche Wellen. Das führt dann wieder auf eine Fourier-Analyse, was wir hier nicht weiter behandeln wollen, weil uns dafür die Mittel und die Zeit fehlen. Aber Sie spüren schon, wie sich das alles verallgemeinern lässt und Sie werden mit diesen Dingen schon noch bekannt werden.
im weiteren Verlauf Ihres Studiums. Und dann werden Sie auch sehen, wozu das wichtig ist und warum Sie sich das antun sollen. Weil man dann die Dinge natürlich noch genauer und für viele unterschiedliche Fälle dann beschreiben kann. Also der Zusammenhang mit der Phasengeschwindigkeit, naja, das ist nicht schwierig. Denn es kommt ja darauf an, wie lässt sich denn diese Größe Omega, wenn man die Omega nach dk bilden möchte, wie lässt sich denn das ausdrücken? Wir können ja Omega und k miteinander in Beziehung setzen. Es gilt ja, das haben wir hier ja stehen, dass das Omega gleich k mal V-Phase ist. Mal V-Phase. So wie es hier steht. Omega ist gleich K mal die Phasengeschwindigkeit. Nun, da können wir es natürlich sofort dann hier oben einsetzen. Damit erhält man also, die Gruppengeschwindigkeit ist gleich d Omega nach dk. Na, dann schauen Sie mal, d Omega nach dk, jetzt nehmen wir da, gehen wir davon aus, das ist hier ein Produkt, das da differenziert werden muss. Also d nach dk von Omega und das ist k mal v Phase. Das ist gleich, erstes differenziert, dk nach dk, na, das ist ernst, mal v Phase. Und dann plus, zweites differenziert, erstes unverändert, k nach v, nach vorne, k mal dv Phase nach dk. Und jetzt werden Sie sich denken, was soll das? Die Phasengeschwindigkeit, das ist doch was Konstantes. Warum schreibt er das hin? Das ist doch eh null. Ist es im Allgemeinen, wie sich zeigt, nicht. Weil die Phasengeschwindigkeit, diese Ausbreitungsgeschwindigkeit von Punkten konstanter Phase, natürlich davon abhängt, wie die einzelnen Oszillatoren, die da miteinander in Kopplung stehen, miteinander wechselwirken. Diese Wechselwirkung kann mit der Frequenz und damit mit der Wellenlänge zusammenhängen und sich ändern. Das heißt, im Allgemeinen muss man davon ausgehen, dass diese Phasengeschwindigkeit von k und damit von der Wellenlänge abhängig sein wird. Das zeigt sich auch in der Praxis. Das ist das, was dazu führt, dass beispielsweise der Brechungsindex, der ja was mit der Phasengeschwindigkeit des Lichtes zu tun hat, das machen wir im Sommersemester genauer, dass der Brechungsindex abhängig von der Farbe des Lichtes, also von der Wellenlänge ist. Deswegen schauen die Brillanten so schön aus, weil die für verschiedene, weil das Licht in einem schön geschliffenen Brillanten abhängig von der Wellenlänge des Lichtes unterschiedlich stark gebrochen wird. Und das, dadurch hat man die schöne Farbaufspaltung, eine Dispersion in verschiedene Farben. Das hat letztlich die Ursache darin, dass das Licht, was ja auch ein Wellenvorgang, jedenfalls so dargestellt werden kann, dass dieses Licht eben seine Ausbreitungsgeschwindigkeit ändert, je nach der Wellenlänge in einem Medium. Also das dV-Phase nach dk wird im Allgemeinen nicht gleich Null sein. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, da haben wir schon einen Zusammenhang zwischen Gruppengeschwindigkeit und Phasengeschwindigkeit. Da kommt so ein Term dazu. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, wie hängt denn die wie hängt denn das K mit dem Lambda zusammen? Es gilt also, das haben wir gestern schon besprochen, dass das K gleich ist 2Pi durch Lambda. Die Wellenzahl ist gleich 2Pi durch Lambda. Und wenn man da jetzt statt K und D nach dk umformt und da 2Pi durch Lambda einsetzt und ein paar einfache Umformungen durchführt, die Sie jederzeit nachvollziehen können, dann folgt daraus, dass man das umschreiben kann in die Form,
die Gruppengeschwindigkeit ist gleich die Phasengeschwindigkeit, jetzt minus Lambda mal dV-Phase nach dLambda. Und das ist hier die entscheidende Formel. Es ist praktisch das gleiche wie hier. Es wird nur anders substituiert. Wir setzen statt Lambda statt k gleich 2pi durch Lambda ein und müssen heute halt da die Differenziation darauf Rücksicht nehmen, kommen auf dieses Ergebnis. Und dieses Ergebnis jetzt, das ist sehr einfach physikalisch zu interpretieren. Dieser Term dV-Phase nach dLambda beschreibt die Abhängigkeit, die eventuelle Abhängigkeit der Phasengeschwindigkeit der betrachteten Welle von der Wellenlänge. So wie es eben zum Beispiel bei der Ausbreitung von Licht in durchsichtigen Medien, zum Beispiel in Glas oder in Brillanten, eben der Fall ist, dass dort die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Lichtwellen von der Frequenz und von der Wellenlänge abhängig sind. Das führt dann auch, wenn Sie das sicher irgendwann einmal schon gehört haben, zur Dispersion des Lichtes, wenn man weißes Licht durch ein Prisma schickt. Das wird nachher in seine Spektralfarben aufgespalten. Schauen wir uns im Sommer genauer an, wo wir noch viel über Lichtwellen sprechen werden. Im Sommersemester. Und das bedeutet, dass es hier zu einer Dispersion kommt. Wenn also die Phasengeschwindigkeit von der Wellenlänge abhängig ist, dann liegt Dispersion vor. Und wenn Dispersion vorliegt, unterscheidet sich die Gruppengeschwindigkeit von der Phasengeschwindigkeit. Und im Allgemeinen wird dann die Gruppengeschwindigkeit langsamer als die Phasengeschwindigkeit sein. Es kann sogar so sein, dass die Phasengeschwindigkeit bei Licht sogar größer als die Vakuumlichtgeschwindigkeit wird. Nur mit der Phasengeschwindigkeit kann man keine Informationen übertragen. Die Gruppengeschwindigkeit, wegen dieses Minus da hier, wird dann entsprechend geringer sein und stets unter der Vakuumlichtgeschwindigkeit liegen. Ja? Das da hier. Ja. Ja. Das brauchen Sie nur durchrechnen. Das ist einfach eine Frage der Differenziationen. Da hat man dann, wenn das k gleich 2pi durch Lambda ist und Sie wollen ein d nach dk machen, dann machen Sie zuerst ein d nach d Lambda mal d Lambda nach dk und wenn Sie das ausrechnen, gibt Ihnen das Minus. Sie substituieren das ganz trivial da hinein. Das ist eine Kinderrechnung sozusagen. Ich führe sie heute nur nicht durch, weil uns das wieder eine halbe Tafel kostet. Da ist nicht mehr dahinter. Da ist keine Physik drinnen. Das ist nur eine ganz einfache mathematische Umformung. Da braucht man auch keine besonderen Sätze oder irgendwas. Das ist nur, wenn man halt statt nach dk, nach d Lambda ableitet, dann müssen sie nur noch d nach dk ist gleich d nach d Lambda mal d Lambda nach dk. Und das d Lambda nach dk, wenn Sie das machen, dann kommt Ihnen da ein solches Minus hinein. Mehr nicht. Verstehen Sie? Ganz einfach. Nichts Besonderes dahinter. Deswegen habe ich mir gedacht, ich traue mich das einfach nur so hinschreiben, weil Sie haben nichts verloren, keine substanzielle Information verloren. Also was Sie sich merken sollen, meine Damen und Herren, von dem ist, dass es einen Unterschied gibt im Allgemeinen zwischen der Ausbreitung der Punkte konstanter Phase, das ist eben die Phasengeschwindigkeit, das ist das altbekannte Lambda mal Nü, und der Ausbreitung von einzelnen Wellenpaketen, die man sich durch Überlagerung einer Gruppe einzelner Wellen darstellen kann. Wir haben es mit zwei Wellen gemacht, die dann so einen Fischzug ergeben. Eine räumliche Schwebung, wenn ich mich so ausdrücken darf.
ganz dasselbe, nur nicht in der Abhängigkeit von T, sondern in der Abhängigkeit von X. Formal genau dasselbe, weil die Abhängigkeiten schauen ja ganz gleich aus da oben. Und wenn man also jetzt ein Wellenpaket anschaut, dann wird sich das mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreiten, falls die Phasengeschwindigkeit nicht von der Wellenlänge abhängt. Sowas gibt's auch. Also zum Beispiel wieder ums Licht sich als Beispiel zu nehmen, das ist ja ein ganz prominentes Beispiel für diese ganzen Wellengeschichten da. Weil die Wasserwellen im Sommer, das ist ja ganz lustig, aber viel wichtiger sind natürlich Lichtwellen. Beim Licht, wenn es sich im Vakuum ausbreitet, dort gibt es keine Dispersion. Licht und allgemeine elektromagnetische Wellen im Vakuum breiten sich immer mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit aus. Das ist unveränderlich. Also wenn Sie eine Lichtwelle im Vakuum sich ausbreiten lassen und Sie machen dann so Wellengruppen, die haben auch die Geschwindigkeit, die Ausbreitungsgeschwindigkeit gleich eben der Vakuumlichtgeschwindigkeit. Weil das Licht im Vakuum keine Dispersion zeigt. Wenn man hingegen Licht durch ein durchsichtiges Medium laufen lässt, dann zeigt sich, dass die Lichtgeschwindigkeit dort sehr wohl, abhängig von der Wechselwirkung mit den Molekülen in diesem Medium, das ist relativ kompliziert, werden wir auch im Sommersemester nur empirisch mit Hilfe des Brechungsindex uns anschauen. Also wenn sich ein Licht in einem Medium ausbreitet, dort wird im Allgemeinen die Phasengeschwindigkeit von der Wellenlänge abhängig sein. Das ist genau das, was man als Dispersion ganz allgemein bezeichnet und was dazu führt, dass wenn weißes Licht durch ein Glasprisma durchtritt, das weiße Licht dispergiert wird, daher Dispersion, in die einzelnen Farben, aus denen es zusammengesetzt ist. Also falls Dispersion vorliegt, unterscheidet sich die Gruppengeschwindigkeit von der Phasengeschwindigkeit. Das ist es mir wichtig, dass Ihnen das verständlich ist. Okay. Naja, eine wesentliche weitere Sache, die ich mit Ihnen noch besprechen möchte, ist die berühmte Wellengleichung. Die Wellengleichung ist eine der wichtigsten Differentialgleichungen in der Physik überhaupt. Und man kann sie schon aufgrund der bisherigen einfachen Überlegungen jedenfalls plausibel machen. Und wir werden dann im kommenden Sommersemester an einer bestimmten Stelle, wenn wir uns nämlich darum kümmern, uns anzuschauen, wie sich elektromagnetische Felder periodisch im Raum ausbreiten, dass wir dann sehen werden, diese Wellengleichung ergibt sich in der Elektrodynamik aus den Grundgleichungen, nämlich den Maxwell-Gleichungen, und wir können daraus dann den Schluss ziehen, ganz was Wichtiges, dass es elektromagnetische Wellen überhaupt gibt und dass sich die gleich schnell ausbreiten wie das Licht. Das ist einer der großen Paukenschläge in der Physik gewesen, so um 1860. Das war Maxwells ganz großer Beitrag, dass man damit eine der ganz wichtigen Verallgemeinerungen und Vereinheitlichungen in der Physik zustande gebracht hat. Um das nachvollziehen zu können, braucht man die Wellengleichung. Und so wollen wir uns jetzt zumindest plausibel machen, wie es zu dieser Wellengleichung kommt und wie sie aussieht, was man darunter versteht. Also die Wellengleichung. Und da wollen wir wieder davon ausgehen, was ich da oben aufgeschrieben habe, die Art und Weise, wie man eine harmonische Welle, was ja nur ein Spezialfall von vielen unterschiedlichen Wellen sein wird,
aber ein sehr wichtiger Spezialfall, wie man die eben darstellen kann. Und da wollen wir jetzt einmal nachschauen, wir wollen ja eine Differentialgleichung erhalten. Was ist denn, wenn man diese Auslenkung U, das ist ja eine Funktion von Omega und X, von T und X, was erhält man, wenn man die 3 noch einmal nach T und, oder einmal nach X und dann nach T ableitet? Leiten wir es einmal nach X ab. DU nach DX. Naja, was bekommen wir da? Naja, das ist nicht so kompliziert. Das U0 ist einmal ein konstanter Vorfaktor, das ist die zeitunabhängige Amplitude und dann bleibt uns hier eine Differentiation. Naja, wenn man den Sinus differenziert, kommt der Cosinus heraus. Wenn man den Cosinus differenziert hier, dann kommt man auf ein Minus Sinus. Und so kommen wir also darauf, dass wir hier kriegen ein Minus Sinus von, und da steht drinnen, Omega T minus Kx. Da haben wir jetzt einmal den Cosinus nach dem Argument abgeleitet. Jetzt kommt noch, Sie kennen die Kettenregel, wir wollen es ja nach x und nicht nach dem Argument, das Argument noch nach x ableiten. Na, das erste ist ja nur t, das heißt, wir leiten das minus kx nach x ab und wir kriegen noch ein minus k. Und so kriegen wir also dann, minus mal minus ist plus, also kriegen wir heraus ein u0 mal k mal Sinus von Omega T minus Kx. Ist das jedem verständlich? Ganz, ganz einfach. Jetzt machen wir das noch einmal. Sie werden jetzt fragen, was tut er da eigentlich? Warten Sie ein bisschen. Wir kommen gleich auf was Interessantes. Wir wollen uns da halt hinbewegen. Also, noch einmal nach X. Dann haben wir ein D2U nach D x Quadrat. Na, schaut ganz ähnlich aus. Das ist eine konstante Amplitude und wir differenzieren noch einmal nach x. Also haben wir u0 mal k und aus dem Sinus differenziert wird der Cosinus. Cosinus von Omega t minus kx. Und jetzt müssen wir wieder dieses Argument differenzieren. Und dann kommt also jetzt noch ein Minus K dazu, so haben wir ein Minus U0K Quadrat. Wenn man das U partiell nach X zweimal ableitet, partiell nach X, das heißt, das T wurde konstant gehalten. Und jetzt können wir genau das Gleiche noch einmal machen, indem wir das U jetzt nach T zweimal ableiten. Das ist jetzt fad, wenn man das nochmal durchführt. Das geht ja völlig analog. Letzten Endes kommt analog heraus. Man erhält da, Sie können sich das gern selber antun, das zu machen. Sie werden sehen, das geht wirklich ganz leicht. Analog erhält man ein D2U nach dt Quadrat. Na, jetzt muss das was mit dem Omega zu tun haben. Weil wenn man da dieses Argument nach t differenziert, kommt der Omega heraus. Und das geht zweimal so, wenn man dann noch ein zweites Mal differenziert. Also kommt da dann heraus, analog dazu, ein minus u0 Omega Quadrat. Mal Cosinus von Omega T minus K mal X. Also das schaut recht analog aus, diese Beziehung und diese Beziehung. Was fangen wir damit an? Na, wir können jetzt zum Beispiel dieses D2U nach DT Quadrat durch Omega Quadrat dividieren. Und das D2U nach DX Quadrat durch K Quadrat differenzieren. Dividieren. Wenn man das macht,
bleibt in beiden Fällen das Gleiche über, nämlich minus U0 mal dem Cosinus. Minus U0 mal dem Cosinus. Also man erhält damit erhalten wir, und das sieht man aber wirklich unmittelbar, da habe ich Ihnen jetzt nichts vorenthalten, wenn wir also das U dividieren, dass du T2U nach dt Quadrat durch Omega Quadrat dividieren, haben wir also 1 durch Omega Quadrat mal T2U nach dt Quadrat. 1 durch Omega Quadrat, das kommt darüber, mal T2U nach dt Quadrat ist minus U0 mal dem Cosinus. Und das ist aber jetzt dasselbe, wie wenn ich 1 durch k Quadrat schreibe, mal d2u nach dx Quadrat. Denn wenn man das jetzt durch k Quadrat dividiert, haben Sie wieder u minus u0 mal dem Cosinus. Erkennen Sie das? Ganz, ganz einfach. Wir dividieren da durch Omega Quadrat. 1 durch Omega Quadrat, d2u nach dt Quadrat. Bleibt es minus u0 mal dem Cosinus. Und da machen wir 1 durch k Quadrat, d2u nach dx Quadrat. Bleibt wieder minus u0 mal dem Cosinus. Damit erhält man also diese Beziehung. Ja, und die formen wir jetzt noch geringfügig um. Weil wir ja benutzen können, was wir uns gerade überlegt haben, nämlich, was wir unter der Phasengeschwindigkeit verstehen. Wegen V-Phase gleich, so wie es dort steht, Omega durch K, ergibt sich dann also indem wir das zusammenfassen, kriegen wir also 1 durch V Phase zum Quadrat und dann mal d2u nach dt Quadrat ist gleich d2u nach dx Quadrat. Schauen Sie einmal an. Wir multiplizieren da das k Quadrat herüber. Dann haben wir k Quadrat durch Omega Quadrat mal d2u nach dt Quadrat ist gleich d2u nach dx Quadrat. K Quadrat durch Omega Quadrat ist aber genau 1 durch V Phase zum Quadrat. Weil das V Phase ist Omega durch K, 1 durch V Phase ist K durch Omega und das K Quadrat durch Omega Quadrat ist daher 1 durch V Phase zum Quadrat. Ganz einfach. Und das schreibt man dann, so wie man das heute bei Differentialgleichungen gerne macht, wieder so auf, dass alle die Terme, wo die gesuchte Funktion, hier eine Funktion zweier Variablen, u auf eine Seite stellen und wir schreiben auf 1 durch V Phase Quadrat d2u nach dt Quadrat minus d2u nach dx Quadrat ist gleich 0. Und diese Gleichung hier, bei der wir gesehen haben, dass sie jedenfalls erfüllt wird durch diesen Ansatz da oben. Denn wir sind ja davon ausgegangen, dass durch Differenzieren dieses Ansatzes diese Zusammenhänge entstehen. Wenn man das jetzt hier einsetzt, kommt trivialerweise heraus, das genügt dieser Gleichung. Aber diese Gleichung hat noch eine Vielzahl anderer unterschiedlicher Lösungen. Das ist die eindimensionale Wellengleichung. Aber natürlich, jetzt sind wir stark. Jetzt haben wir es leicht, diese Sache dann gleich auch auf drei Raumdimensionen zu erweitern. Indem wir einfach davon ausgehen, wir
haben jetzt dann, wenn das U auch von Y und von Z abhängig ist, dann noch weitere doppelte Ableitungen nach Y und nach Z. Sodass wir dann haben diesen Term 1 durch V Faxe Quadrat D2U nach D Quadrat minus D2U nach DX Quadrat minus D2U nach D Y Quadrat minus D2U nach DZ Quadrat. Und es ist natürlich ein bisschen umständlich zu schreiben. Wir schreiben das so, dass wir erhalten, damit für dreidimensionale Wellen eins durch V Phase zum Quadrat mal D2U nach DT Quadrat minus, und jetzt schreiben wir einfach Delta U, und das ist dann gleich 0. Wobei aber natürlich dazu gesagt werden muss, was das ist. Dieses Delta ist jetzt ein anderes Delta als das, was wir oft verwendet haben. Delta X ist ein kleiner Unterschied. Delta R-Pfeil ist ein kleiner Vektor. Hier ist das ein anderer Ausdruck. Dieses Delta definieren wir als D2 nach dx Quadrat plus d2 nach dy Quadrat plus d2 nach dz Quadrat, und das ist ein Operator, der angewendet wird auf eine Funktion von x, y und z. Dieser Delta ist der sogenannte Laplace-Operator. Und Sie sehen, mit Hilfe dieses Laplace-Operators kriegen wir hier die dreidimensionale Wellengleichung. Und wichtig ist, dass in dieser Wellengleichung die Phasengeschwindigkeit der Ausbreitung dieser Welle, um die es geht, hier konkret drinnen enthalten ist. Naja, und damit haben wir also den wesentlichen Ausgangspunkt dafür, wie man Wellen allgemein untersuchen kann. Man braucht nur diese Wellengleichung zu lösen. Aber natürlich, so wie es oft bei Differentialgleichungen ist, kommt es darauf an, dass man dann dazu festlegt, was für Bedingungen müssen denn die Lösungen erfüllen. Es gibt eine große Vielzahl unterschiedlicher Lösungen dieser Wellengleichung. Ich glaube, es gibt keine Differentialgleichung, die intensiver untersucht wurde in der Mathematik als diese Gleichung, weil sie so wichtig ist. Und da ist es dann insbesondere wichtig, wie man Anfangswertprobleme und Randwertprobleme löst. Also zum Beispiel, wenn Sie die zweidimensionale Schwingung des Fells auf einer Trommel anschauen und Sie schlagen mit dem Schlägel da, oder wie nennt man das beim Trommeln? Na, Sie wissen schon, womit man halt so draufhaut. Ne? Irgendwo seitlich auf dieses Fell drauf, dann wird sich eine relativ komplizierte Wellenausbreitung auf diesem Fell ergeben. Und da kommt es jetzt auf die Anfangsbedingung an. Das ist dort, wo haue ich hin mit meinem Schlägel da. Und dann die Randbedingung. Wie schaut der Rand aus? Ist das also zum Beispiel bei der Trommel außen fest eingespannt? Dann suche ich nur nach solchen Lösungen. Natürlich dann in zwei Dimensionen, wenn es sich um so eine zweidimensionale Membran handelt. Die also der Anfangsbedingung genügen, wo ich also da halt die Welle auslöse, und den Randbedingungen genügen, dass längs des Randes es gar keine Schwingungen geben kann. Und da zeigt sich, da gibt es also sehr mächtige Methoden, wie man das teils analytisch, sehr häufig auch numerisch ausrechnen kann. Und dann kriegt man die ganzen unterschiedlichen komplizierten Wellenformen heraus.
Und da zeigt sich dann, dass natürlich es auch verschiedene Formen geben kann, die dann nicht so schön wie da oben diese Wellen eine reine Periodizität mit dem Raum und mit der Zeit aufweisen. Und so möchte ich an der Stelle jetzt, nachdem wir die Gleichung jetzt haben, den Wellenbegriff verallgemeinern und sagen, wir verstehen unter einer Welle alles, was dieser Wellengleichung genügt. Und das ist viel mehr als diese einfache harmonische Welle, die wir als Ausgangspunkt gewählt haben. Also das eröffnet ein großes Feld und man kann sehr viele unterschiedliche Phänomene damit erklären. Als erstes Beispiel in den Methoden zur Physik 1, dann nach den Weihnachtsfeiertagen, sprechen wir über Eigenschwingungen und da werden wir uns auch solche ein-, zwei- und auch dreidimensionale Wellen, die eben durch solch eine Wellengleichung beschrieben werden können, experimentell anschauen und Sie werden sehen, da können ganz schön komplizierte Strukturen dabei herauskommen. Alles das fällt unter den Begriff der Welle. Aber zwei Dinge möchte ich besonders und ohne Beweis jetzt noch mitteilen, die sich unmittelbar aus der Gültigkeit dieser Wellengleichung ergeben. Das eine ist ein Prinzip, das schon ein paar hundert Jahre alt ist. Das Huygens-Fresnelsche Prinzip. Und das Huygens-Fresnelsche Prinzip sagt, wenn ein Punkt in einem Wellenfeld von einer Wellenfront getroffen wird, dann kann man diesen Punkt als Ausgangspunkt einer neuen Kugelwelle, die von dort ausgeht, auffassen. Also Punkte, die von einer Wellenfront getroffen werden, sind Ausgangspunkte von neuen sekundären Kugelwellen. Und mit Hilfe dieses Huygens-Fresnelschen Prinzips, das insbesondere im Bereich der Optik, das ist ja experimentell gesehen schon eine relativ alte Wissenschaft, weil man hat also schon seit langer Zeit Mikroskope und Fernrohre und so Verschiedenes herstellen können. Da hat man sich also mit der Optik schon auseinandergesetzt, längst bevor dann bekannt wurde, dass Lichtwellen als elektromagnetische Wellen aufgefasst werden kann. Das war davon überhaupt noch nicht die Rede. Aber dass es einen wellenförmigen Charakter gibt, das hat man eben schon gesehen. Und da ist insbesondere dieses Fresnelsche Prinzip aufgestellt worden und das ergibt sich unmittelbar als Folgerung dieser Wellengleichung. Insbesondere erlaubt es, die Ausbreitung von Wellen zu verstehen. Also wenn man da eine Wellenfront hat oder mehrere Wellenfronten, die da unterwegs sind und dann irgendwo hintreffen, zum Beispiel hier, dann alle Punkte, die hier getroffen werden, sind wieder Ausgangspunkt von weiteren Kugelwellen. Wenn man die aber alle wieder überlagern lässt, ergibt sich daraus einfach ein Weiterlaufen dieser Wellenfront, sodass Sie sich jetzt sagen werden, was soll das Ganze dann überhaupt? Naja, wenn man aber dann zum Beispiel hier eine Öffnung macht und die eine relativ kleine
und nur da können die Wellen dann durch. Dann kommt die Wellenfront bis daher und dahinter ergibt sich eine Kugelwelle. So etwas können wir uns auch gleich noch experimentell mit der Wellenwanne anschauen. Also das Huygens-Fresnelsche Prinzip. Und bevor wir also dann die Wellenwanne in Betrieb nehmen, um diese Dinge noch etwas für Sie sichtbar zu machen am Schluss, möchte ich noch ein zweites wichtiges Prinzip erwähnen, das wir aber jetzt nicht weiter illustrieren werden. Das wird dann in der Optik sehr wichtig sein. Und viele Begriffe, die sich da anschließen, wie Beugung, Streuung, Interferenz und Ähnliches, das verschieben wir im Detail auf die Optik, weil dort diese Dinge besonders wichtig sind. Aber ein weiteres, damit sehr eng zusammenhängendes Prinzip möchte ich schon auch noch erwähnen, nämlich das Fermatsche Prinzip. Und dieses Fermatsche Prinzip ist zunächst einmal ganz was anderes. Aber wenn man es ableitet, was wir hier nicht tun werden, es folgt auch aus der Wellengleichung, zeigt sich, dass es einen ganz ähnlichen Ursprung hat. Es sagt aus, dass eine Welle, und insbesondere wurde das für Licht formuliert, also dass das Licht denjenigen Weg wählt zwischen zwei Punkten, für den es die kürzeste Zeit braucht. Also Wellenausbreitung längs des jenigen Weges, für den die kürzeste Zeit benötigt wird. Das sind zwei wichtige Grundprinzipien, aus denen fast die ganze Optik letzten Endes dann, so wie wir sie heute kennen, hergeleitet werden kann. Jedenfalls die Wellenoptik. Und die letzten Minuten bitte ich Sie, dass Sie jetzt das, was wir an Interferenz von verschiedenen Wellen und dann dieser Fresnelschen Prinzips dann noch zeigen können. Genau. Die Wellenwanne haben Sie ja, glaube ich, in der ersten Vorlesung kurz gesehen. Da hat, glaube ich, die Tamara vorgeführt. Genau. Nichts anderes als ein Behälter mit einem dünnen Wasserfilm. Über den Spiegel wird das Bild auf die Mattscheibe sozusagen projiziert. Und ich kann Störungen hervorrufen, die dieses Gerät durch Luftdruckschwankungen erzeugt. Wenn wir es zum Beispiel einschalten, sehen wir eine einzelne punktförmige Quelle und und wie sich von dieser Quelle eine Kreiswelle in zwei Dimensionen ausbildet. Jetzt kann ich dazu eine zweite punktförmige Quelle setzen. Und was man jetzt sieht, die zwei Wellen, die natürlich gleiche Frequenz haben, weil sie vom gleichen Erreger stammen, überlagern sich in manchen Bereichen konstruktiv, in manchen Bereichen destruktiv. Das sieht man sehr schön, dass es Bereiche der Auslöschung gibt. Also in diesen Bereichen löschen sich die beiden Wellen aus. In den anderen Bereichen überlagern sie sich eben konstruktiv. Was man noch zeigen kann, eben das Huygensche Prinzip oder Huygens-Fresnel-Prinzip. Okay, auf der einen Seite kann ich quasi eine ebene Welle erzeugen, mit diesem Ding. Sehr schön. Schaut nicht sehr schön aus, weil auf der kurzen Distanz durch die Reflexionen an der Barriere sich ebenfalls die Wellen überlagern. Aber Sie sehen, dass ich da eine kleine Öffnung in der Mitte habe, in der Barriere. Und von da geht eben wieder eine Kugelwelle aus. Also dort, wo die ebene Welle auf diese Öffnung trifft, wird eine Kugelwelle erzeugt. Und das kann man jetzt noch weiter
treiben, indem ich jetzt sage, okay, statt einer Öffnung mache ich zwei Öffnungen. Und da sehen wir jetzt das gleiche Bild wie vorher mit den beiden punktförmigen Quellen. Auch hier gehen von beiden Öffnungen Kugelwellen aus, die sich hinten überlagern, eben in einem Fall konstruktiv, im anderen Fall destruktiv. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Sehr schön gelungen. Also der Herr Kollege Zirkovic hat Ihnen da noch am Schluss so einen Einblick in die Anwendung des Heuchens-Fresnelschen Prinzips gegeben. Und ich glaube, es ist schon recht eindrucksvoll zu sehen, dass man dieses Faktum, dass von jedem Punkt, der von einer Wellenfront getroffen wird, wieder Kugelwellen ausgehen, dass man das mit dieser Wellenwanne sehr eindrucksvoll zeigen kann. Also damit haben wir hier zwei wesentliche Grundlagen, auf die wir dann bei der Beschreibung von optischen Phänomenen und Lichtwellen wieder zurückgreifen können. Wir haben damit die Mechanik und die Lehre von den Schwingungen und Wellen im Laufe der ersten zwei Semestern abgeschlossen. Sie gehen jetzt in die Weihnachtsferien, dafür wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass ich möglichst viele von Ihnen dann gleich am 9., ich glaube, es ist der 9., ja, am 9. Jänner wieder sehen werde, etwas früher, um 10.30 Uhr schon in diesem Hörsaal, wo dann diese Klausur, diese, wie heißt sie jetzt? Modulprüfung. Das ist doch viel schöner, nicht? Diese Modulprüfung stattfinden wird. Aber wenn Sie das also hinter sich haben, dann geht es am Dienstag, den 10. gleich weiter mit der Thermodynamik. Und ich freue mich schon darauf, Sie im nächsten Jahr wiederzusehen. Dankeschön.